Ich darf Sie zu einer virtuellen Ausstellung begrüßen, die Jugendliche aus Rheinland-Pfalz gestaltet haben. Wo drückt der Schuh? Die Jugendlichen haben aus ihrem persönlichen Lebensumfeld Dinge aufgegriffen, wo sie Veränderungsbedarf sehen, wo sie an die Politik Forderungen und Wünsche haben und haben das auf äußerst kreative Weise in Kunstwerken dargestellt. Ich stehe ganz besonders für Gleichberechtigung und auch ein Zusammenarbeiten, besonders hier in der Gesellschaft. Und im Grundprinzip sieht man das ja am Schuh, dass ja unten dieser schwere, schwarze, dunkle Stiefel in Ketten gelegt ist und oben ein leichter, bunter Schuh drauf ist. Das geht dann sozusagen gegen Rassismus, gegen Sexismus, gegen jede Art von Unterdrückung von Menschen. Ich bin Theresa und ich wünsche mir mehr bunte Blumenwiesen für die Bienen und Schmetterlinge. Ich bin der Moritz und ich wünsche mir saubere Felder. Hallo, ich bin der Justus und wünsche mir, dass weniger Müll im Wald landet. Wir wünschen uns eine gesunde Umwelt. An dieser Ausstellung beteiligen sich 6 Jugendkunstschulen aus ganz Rheinland-Pfalz, aus Koblenz, Bad Reuznach, Kaisersesch, Altenkirchen, 2 Brücken und Mainz. Und das ist auch das Anliegen dieser Ausstellung, der Jugendlichen ihre Anliegen an Politik heranzutragen. Und sie haben das häufig mit ganz konkreten Lösungsansätzen versehen. Und diese haben wir aufgegriffen und in die Entscheidungsträger weitergetragen. Wir der festen Überzeugung sind, dass mit solchen Formaten auch ein ganz anderer Dialog mit Politik zustande kommt. Jugendliche erkennen können, ja, es macht Sinn, die Anliegen zu formulieren, an Politik heranzutragen. Und deswegen ist das hier ein ganz tolles Format, wo man Kunst, Kultur ohne Dialog mit Politik auf tolle Weise verbindet. Ich finde, dass mehr für unseren Planeten getan werden muss, damit Tiere, Pflanzen und Menschen weiterhin bestehen können. Und ich wollte zeigen mit den Blumen, dass wir auch was dagegen machen können und unsere Umwelt retten können. Ich bin der Meinung, dass es wichtig ist, unvoreingenommen auf andere zuzugehen und alle gleich, unabhängig von Herkunft, Hautfarbe oder Religion, zu behandeln. Ja, wir können diese Ausstellung nur digital zeigen, aber alle Abgeordneten aus ganz Rheinland-Pfalz kommen in dieses Abgeordnetengebäude und werden diese Ausstellung besichtigen können. Und deswegen freue ich mich, wenn viele die Möglichkeit haben, diese Ausstellung zu besichtigen. Themen, die erstmal abstrakt begriffen werden und im Raum stehen, durch einen künstlerischen und kreativen Prozess einen konkreten Ausdruck zu verleihen. Und so war es auch hier wieder zu merken, dass die Jugendlichen sich ganz anders mit ihrem eigenen persönlichen Thema nochmal auseinandergesetzt haben und es anders durchdrungen haben, um das Politikern vorzubereiten, durch die Arbeit an einem Schuh.